Brisantes Duell im Rosenheimer Jahnstadion. Mit der Spielvereinigung Unterhaching in Blau gastiert der Kooperationspartner bei den akut abstiegsbedrohten 60ern. Schützenhilfe ist dennoch nicht zu erwarten, zumal die Truppe von Sandro Wagner im März 13 von möglichen 18 Punkten holte und ihre starke Form weiter bestätigen will. Beim Schlusslicht stimmt nach wie vor die Moral. Zuletzt gab es immerhin 3 Unentschieden. Allerdings muss nach 9 vergeblichen Anläufen nun endlich wieder mal ein Sieg her, um den Rückstand von 9 Punkten auf die Relegationsränge zu verkürzen. Und die Heimelf erwischte vor etwas mehr als 350 Zuschauern tatsächlich einen absoluten Traumstart. 3. Minute, Christoph Fenninger steigt hoch und legt die Kugel per Kopf wunderschön ins lange Eck zum frühen 1:0. Der personell extrem geschwächte Drittliga-Absteiger allerdings, anders als noch beim spektakulären 5:4 im Hinspiel, mittlerweile so gefestigt, dass er sich von einem solchen Rückschlag nicht aus dem Konzept bringen lässt. Vor allem der erst 17-jährige Debütant Leo Gabelunke sorgte für viel Wirbel und krönte seine starke Leistung nach 23 Minuten mit dem 1:1. Ein Tor gleich bei der Regionalliga-Premiere. Was willst du mehr? Doch Rosenheim hielt auch nach dem Ausgleich weiter dagegen und agierte nach dem 2:2 am Mittwoch in Pipinsried, angeführt von den 4 Ex-Hachingern Stefan Menser, Julian Richter, Thomas Steinherr und Dominik Bacher, ziemlich mutig, auch wenn die richtig großen Chancen ausblieben. Die gab es eher auf der anderen Seite, wo vor allem Youngster Gabelunke weiter auf sich aufmerksam machte. Technisch allererste Sahne, hier sowohl Annahme als auch Abschluss. Der für den rot gesperrten Alin Goya ins Team gerückte Schlussmann Joey Brenner jedoch auf dem Posten. Nach der anschließenden Ecke traf Leonard Grob bereits in der Nachspielzeit dann aus der zweiten Reihe nur den Pfosten. Das 1:1 stand zur Pause also schon auf recht wackeligen Beinen und nach Wiederanpfiff folgte dann endgültig der Einbruch aus heimischer Sicht. In der 51. Minute holt Malik Salkic Patrick Hopsch von den Beinen und den fälligen Elfmeter verwandelt der Goalgetter mit seinem 24. Saisontor zum 2:1. Kurz danach holte Haching dann sogar zum Doppelschlag aus. Janis Turcan bedient per Maßflanke den eingelaufenen Alexander Kaltner und der erhöht mit seinem ersten Saisontreffer sehenswert per Flugkopfball auf 3:1. Spätestens jetzt rückte ein Punktgewinn für Rosenheim in weite Ferne, zumal die Gäste in der Folge weiter auf dem Gaspedal blieben. Doch Brenner stemmte sich mit aller Macht gegen einen 4. Gegentreffer und hielt seiner Mannschaft mit mehreren Paraden zumindest die theoretische Chance auf ein Comeback offen. Allerdings fehlte den Gastgebern in Durchgang 2 schlicht und einfach die Power, um nochmal gefährlich vors Tor zu kommen. Und so blieb es am Ende beim verdienten 3:1 für Unterhaching. Ja, das war schön zu sehen heute. Ja. Also schneller Gegentreffer, richtig. Aber die Mannschaft hat sich jetzt mittlerweile so gut entwickelt und gefestigt, dass sowas uns nicht aus die Bahnen wirft. Das haben wir dann gesehen. Waren dann schnell wieder im Spiel drin. Und zweite Halbzeit haben uns einfach die 2 Treffer, die schnellen, richtig gut getan. Und am Ende des Tages, würde ich sagen, war es auch ein verdienter Sieg. Ja, die erste Halbzeit war offen. Es war eine ausgeglichene Partie. Gingen wahnsinnig früh in Führung, wo man dann denkt, das beflügelt eigentlich ein Stück weit. Wir haben ein offenes Spiel im Grunde eigentlich dann innerhalb von 10 Minuten nach der Halbzeit aus der Hand gegeben. Und dann bist du heute auch nicht mehr in der Lage, da zurückzukommen. Rosenheim bleibt damit zum 10. Mal in Folge sieglos. Das einzig Positive an diesem Wochenende, der Rückstand auf die Relegationsränge, bleibt bei 9 Punkten. Unterhaching feiert indes den 3. Sieg in Serie und wird seinem großen Namen und den hohen Ansprüchen immer mehr gerecht.